Einen zauberhaften guten Morgen, meine Lieben. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt gut geschlafen. Wie war eure Nacht? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. So, wir mischen jetzt die Secret Cards 4 schon mal durch. Also wir, ich bin ja Zwilling, 2. Und wir gucken, was heute in euer Feld kommen möchte, okay? Meine Lieben, was für eine Tagesbotschaft bekommen wir heute? Um was geht es hier bitte? Erstmal eine kleine Überschrift bitte für den heutigen Tag. Um was geht es hier bitte heute? Die Zwille, okay. Na, da schauen wir mal. In Deckung gehen. Jemand hat es auf einen abgesehen. Unter Beschuss stehen, Dauerbelastung oder Schmerz, ein Schadensfall bzw. etwas geht kaputt. Okay, also jetzt werden wir ja schon wieder sehr gut vorbereitet auf die Dinge, die da heute auf uns zukommen können. Und wisst ihr, was das Geniale bei solchen Botschaften sind oder ist? Wenn wir vorbereitet sind, dann kann uns nichts erschüttern. Und deswegen finde ich diese Tagesbotschaften, wenn so eine Nachrichten immer kommen, da könnte man jetzt denken, oh mein Gott. Und nein, bleibt ganz easy peasy entspannt und gechillt. Ihr wisst, es könnte jetzt eventuell etwas in euer Feld kommen, was euch kaputt gehen kann, wo ihr einen Schadensfall bekommen könntet, wo ihr eventuell merkt, okay, ich komme ins Bewusstsein, ich habe es hier mit einer Dauerbelastung zu tun, ja, oder es hat jemand auf mich abgesehen, so, ja. Und auch hier wieder den Heilsteinstab der Liebe. Wir schicken da ganz viel Liebe in diese Energie rein. Ich lege da mal den Heilsteinstab mit an die Seite. Ne, da schicke ich jetzt für euch ein bisschen Liebe mit rein in die Situation. Ja, da wackelt tatsächlich auch schon meine Kamera. Es gibt heute eine kleine Erschütterung. Na, dann soll es halt so sein. Heute gibt es ein Krawum. Kann aber auch sein, dass es umgekehrt ist, dass du es auf jemanden abgesehen hast und dass du nämlich nach den letzten 2 dynamischen Tagen, du sagst so, und jetzt werde ich den Stein abwerfen, jetzt mache ich das Ding sattelfest, ne? Ha! Wortspiel! So, wir haben die großen Lennys. Ich werde jetzt mischen und dann lege ich die Karten für euch aus, meine Lieben. Jawohl, der Bär. Die Stärke, die Kraft, die heute in dein Feld kommt. Durch die Entscheidung, die hier für jemanden einen Konflikt darstellen können. Also es könnte sein, dass du, wenn du diesen Stein heute abwirfst, ja, dass du die Stärke, dass du dich auch heute wieder total stark fühlst, dadurch eine Entscheidung triffst und du dadurch bei jemandem einen Konflikt auslöst. Ja. Und das ist halt, wenn du eine Entscheidung triffst, ne, dann triffst du die Entscheidung, dass du den Stein in das Gummiband ziehst, du das Gummiband ziehst, und dann zack, loslässt. Und das könnte bei jemandem hier einen Konflikt auslösen. Also nach den letzten 2 Tagen würde ich mal sagen, kann ich das gut verstehen, wenn du diesen Stein loslässt und sagst, so, und jetzt geht's voran. Ne? Der Stein im Gummiband ist auch ein schnelles Vorangehen im Übrigen. Ne? Und du solltest nur aufpassen, dass du, wenn du den Stein abwirfst, dass du bitte nicht in eine Glasscheibe triffst, weil dann könnte wirklich was kaputt gehen. Es hat was mit einer Beziehung zu tun. Entweder zu einem Seelenpartner, ja, oder mit jemand anderen, wo du generell, Beziehungen haben ja verschiedene Ansichten, also Beziehung kann auch die Beziehung zum Arbeitgeber sein, ja, und da ist etwas blockiert. Eine Beziehung ist heute blockiert und aufgrund dieser Blockade wirst du heute eine Entscheidung treffen. Dir gefällt irgendwas nicht. Und du triffst diese Entscheidung aus dem Herzen heraus. Ja? Und du löst dadurch auch die Blockade. Einerseits in der Beziehung, andererseits aber auch im Herzen, in deinem Herzen. Und hier haben wir wieder die Energie der Liebe. Ja, wir gehen auch gleich nochmal auf die Blockade ein. Da werden wir gleich nochmal mit den Tarotkarten legen. Es wird etwas offiziell werden. Das wusste ich, dass das kommt. Eine Entscheidung, die du triffst, wo die Blockade gelöst und transformiert wird. Du fängst etwas Neues an, was offiziell gemacht wird heute.
Du wirst heute irgendwas offiziell machen. Irgendwas Altes wird beendet und du gehst in die Transformation, um das, was bei dir nicht mehr in deinem Bereich gedienlich ist, wirst du heute beenden. Ja. Eventuell wirst du heute jemanden besuchen, ein Familienmitglied. Ja. Das kann ein Tier sein. Ne? Wie viele Menschen habe ich hier auf meinem Kanal, die sagen, ja, mein Tier ist meine Familie. Es kann aber auch wirklich ein irdischer Mensch sein, den du hier heute besuchen gehst, wo du ihm diesen Neuanfang präsentieren wirst, wo du sagst, wir gehen jetzt neue Wege, wir machen das so und so. Ja, und im Moment ist es noch so, dass du da noch nicht so wirklich die Klarheit hast, aber die kommt. Ne? Die Wolken, das Unwetter und dann kommt hier wieder die Sonne durch. Also es wird positiv. Es wird definitiv positiv. Da brauchst du dir gar keine Gedanken und Sorgen machen. Ich sehe das ganz klar hier, dass du in Bezug auf eine Beziehung du die Hosen anhast, dass du sehr stark bist, auch in deiner Entscheidung, und dass du dadurch etwas öffentlich machen wirst. Du hast den Mut dazu, die Dinge zu verändern heute. Die Blockade wird durch die Entscheidung transformiert und gelöst. Die Konflikte lässt du auch nicht mehr länger an dein Herz. Die Konflikte, die dich sozusagen blockieren, da wirst du offiziell sagen, also diese Art und Weise, wie wir hier miteinander sind, geht nicht mehr. Das wird beendet. Und du wirst hier, entweder wirst du jemanden besuchen oder du wirst Besuch empfangen. Es wird ein Geschenk sein. Es hat was mit Familie zu tun. Kann, wie gesagt, dein Tier sein, kann ein Mensch sein, der dir am Herzen liegt, wo du durch diese Person einen Konflikt hast. Da wirst du etwas zum höchsten Wohle für diese Person nämlich tun und regeln. Und so sieht das hier heute aus. Ne? Kann ein Kind, kann ein Erwachsener sein, kann ein Tier sein, je nachdem. So, und dann werden wir mal gucken, was ist die Blockade hier in dem Punkt. Was ist die Blockade? Da hätte ich gerne noch eine Information für mein Kollektiv, bitte. Ja, du gehst neue Wege. Ich sage ja, du bist sehr stark. Du bist hier heute der Herrscher. Ja, also die Blockade liegt darin, dass du weitergehst. Die Blockade ist aber nicht in dem Sinne, dass du jetzt blockiert bist, dass du nicht mehr handeln kannst, sondern die Blockade liegt darin, dass diese Konflikte, die du hier hast mit einer weiteren Person oder Einrichtung oder Institution, je nachdem, wo du eine Beziehung mit pflegst, das kann eine Geschäftsbeziehung oder eine private Beziehung sein, dass diese Blockade durch die Konflikte hier entsteht und du aber auch weitergehst. Also die Blockade dahingehend für den anderen, mit dem du in einer Beziehung bist, ist, weil du sehr dynamisch bist. Eventuell kann man dich hier auch gar nicht so wirklich einschätzen. Man traut sich eventuell auch nicht. Ne? Leg dich mal mit dem Herrscher an, dann weißt du, um was es geht. Aber du bist hier heute der Herrscher. Und du sagst, wenn ich mich entscheide, aufgrund der Blockade neue Wege zu gehen, und ihr merkt schon an meiner Dynamik, in meiner Stimme, ne? Das ist so dieser Herrscher, die Selbstbestimmte. Ich mache euch das so ein bisschen vor. Da wirst du dann mehr Klarheit bekommen. Du wirst auch deinen Zielen, wo du hin willst, das wird heute passieren. Das wirst du heute umsetzen können. Ja, und das ist das, was für den anderen hier blockierend auch sich darstellen kann. Aber das soll nicht dein Problem sein. Ne? So, also wie gesagt, hier werden heute Dinge transformiert. Altes wird beendet. Neue Wege werden gegangen. Und du sorgst dafür, dass diese Konflikte, die hier in deinem Feld sind, dass die sich auflösen. Ja, und guck mal, hier haben wir den Narr. Und der Narr steht auch für Leichtigkeit. Du kommst auch heute wieder in deine Leichtigkeit, ne? Und wirst auch aufgrund dieser Entscheidung wirst du merken, es hat mir gut getan, dass ich mich hier heute entscheide. Also Entscheidungen, ne? Also Entscheidung, machen wir mal END, Minus und Entscheidung. Du beendest etwas, du scheidest etwas, um dann weiterzugehen. Und da wirst du heute mit dem Narren sagen, Mensch, warum habe ich mir das Leben so schwer gemacht? Warum habe ich mich nicht schon viel früher für diesen Schritt entschieden? Ja? So, die Engelkarte ist runtergefallen. Moment, mein Lieben, ich bin hier. Bin wieder da. Okay, genau. Engel für Schein und Wirklichkeit. Ich lasse meine Illusion fallen und blicke der Realität ins Auge. Und das ist die 15 Quersumme 6. Und die 6 haben wir hier mit 6 der Schwerter. Also du wirst sagen, ja, ich habe jetzt begriffen und ich sehe, dass so wie es war, ist es nicht mehr gut. Es war eine Illusion. Ich habe gedacht, dass das gut ist. Und entscheide mich jetzt für die Realität, dass ich andere Wege gehen möchte.
aber nicht mehr dieser Illusion folgen möchte. Du schaust der Illusion ins Auge und entscheidest dich für neue Wege. Super geile Energie. Ich wünsche euch einen zauberhaften Tag, meine Lieben. Denkt an die 10.000 Abonnenten, an das Liken und das Abonnieren, wie gesagt, auf meinem Kanal. Ihr könnt auch gerne dieses Video teilen, wenn ihr sagt, Mensch, da hat jemand genau diese Thematik. Ich schicke das mal weiter, habe ich kein Problem mit, könnt ihr gerne machen. Ne? Und ansonsten hören wir uns dann morgen wieder. Alles Liebe, meine Lieben. Macht's gut. Ciao.